Liebe Zuschauer, glauben Sie an Geister, gar an Geisterjäger? Vielleicht spukt es ja sogar bei Ihnen im Haus. Möglich ist alles und besonders in unserer Region gibt es viele Beispiele, die zum Gruseln einladen. Allerdings nicht immer lässt sich der Gruselfaktor sofort erkennen. Wir suggerieren das gerade hier mal mit grünem Licht. Zum Teil verstecken sich untote Seelen hinter den allerschönsten Fassaden. Wie bei unseren gruseligen Orten, die wir Ihnen ab heute in dieser Woche vorstellen. Romantisch mag es ja sein, vielleicht sogar ein wenig verwunschen, aber gruselig. Oh ja, auch das bezaubernde Barockschlösschen Köpenick, das heute ein Kunstgewerbemuseum beherbergt, hat seine dunklen Geheimnisse. Hier, wo die Dahme in die Spree fließt, stand einst eine Slawenburg. Später wurde an dieser Stelle ein stattliches Renaissanceschloss errichtet. Und irgendwann dazwischen, im 13. Jahrhundert, lebte hier eine wunderschöne Askanier-Prinzessin. Jeden Abend hielt das Mädchen Ausschau nach dem Jäger, in den es sich unsterblich verliebt hatte. Wenn die Luft rein war, winkte sie ihm zu und er schwamm durch den Fluss zum Schloss herüber. Doch eines Tages entdeckten die Brüder der Prinzessin die unstandesgemäße Liaison und nahmen grausame Rache an dem Paar. Den Jägersmann knüpften sie kurzerhand auf. Ihre eigene Schwester jedoch, die töricht genug gewesen war, mit dem Personal anzubändeln, sperrten sie in ein finsteres Kellerverlies, um sie dann später bei lebendigem Leibe einzumauern. Die Geschichte ist ja auch ganz schön toll, die Auf jeden Fall. Da bin ich mal gespannt, ob wir was rausfinden. Da müssen wir Minky und Alex sind Geisterjäger, Ghost Hunter. Sie wollen versuchen, den Geist der unglücklichen Prinzessin aufzuspüren. Er könnte hier noch irgendwo sein, glauben sie. Naja, es gibt in dieser Branche, in dieser Esoterikbranche so bestimmte Orte, die bekannt sind. Und die suchen wir dann auch auf, genau. Um halt auch nachzuforschen, ob wir auch das Glück haben, etwas Paranormales zu finden. Aber es ist nicht immer einfach. Und ganz schön teuer. Mithilfe komplizierter Technik wird der Raum abgecheckt, in dem die junge Frau so schrecklich ums Leben kam. Man kann halt nur magnetische Felder suchen von 0 bis 100 oder man kann halt auch andere magnetische Felder in einem anderen Bereich suchen von 0 bis 3. Den Laser, den nehmen wir auch, ne? Den mach ich auch. Ja, den kannst du von vorne gleich durchschieben. Mit dem Streulaser versuchen die beiden wenigstens einen Schatten einzufangen. Die Voraussetzungen sind eigentlich günstig. Wenn jemand leidet, dann findet man natürlich mehr Phänomene als jetzt jemand, der ruhig eingeschlafen ist, sage ich mal so. Weil dann ist ja immer noch die Option, dass man irgendwas auf Erden nicht erledigt hat, ne? Im wahren Leben ist Alex Küchenchef und Minky ist Künstlerin und Reiki-Meisterin. Auch wenn sie wissen, dass viele sie belächeln, nehmen die beiden das, was sie hier tun, sehr ernst. Denn manchmal hören sie tatsächlich etwas. Stimmt. Nachrichten. Namen, Silben. Komplette Sätze ist eigentlich sehr, sehr selten. Sehr selten. Außer Stromleitungen im Gemäuer scheint hier allerdings nichts versteckt zu sein. Vielleicht hat aber auch unser Kamerateam den sensiblen Geist vertrieben. Manchmal jedenfalls, vorzugsweise in mondlosen Nächten, soll die arme Prinzessin ruhelos durch das Schloss eilen, noch immer auf der Suche nach ihrem Geliebten, dem Jäger. Morgen sind wir dem nächsten Geheimnis auf der Spur. Es geht auf den Friedhof der Namenlosen, ein wirklich gruseliger Platz und nicht zufällig ganz nah am Wasser.